Hallo und herzlich willkommen bei der Reihe Boxobjekte. Ich darf euch heute die Kategorie Türpuffer vorstellen und dafür habe ich diesen Korpus gezeichnet. Dieser hat eine Klappe, die oben angeschlagen ist, eine linke Tür, eine rechte Tür, einen Schubkasten und eine Klappe, die unten angeschlagen ist. Ich gehe mal über den Shortcut Objekte und aktiviere das obere Fach. Hier soll ja die Klappe sein, die oben angeschlagen ist. Ich öffne die Kategorie Türpuffer. Dann wähle ich Türen und Klappen, Anschlag oben. Ich wähle Häfle, Distanz 1,5, Transparent und wähle das erste Set aus. Jetzt werden auch sofort die Bohrungen gesetzt. Das heißt, hier ist ein Türpuffer eingesetzt worden, also ein Symbol, was halt nur über eine Kante gespiegelt wird. Und dieses Symbol richtet sich nach der Frontgröße. Das ist der Haken, der hier eingesetzt wurde, die Größe verwenden. Das ist ganz cool. Das heißt, diese Abstände beziehen sich wirklich immer auf die Frontgröße und nicht auf diese Korpus-Innenmaße oder sowas. Das heißt, hier kann ich auch einfach ändern. Ich kann sagen 6 und 6 mm von links und rechts und auch 6 und 6 mm, dass das ein bisschen weiter außen sitzt. Wobei 8 habe ich jetzt als Standard gesetzt. Das passt eigentlich ganz gut. Auf diese Art und Weise könnte ich jetzt alle Sets so einsetzen, aber es gibt noch eine Sache, die ganz interessant ist. Wenn ich mal hier Anschlag links mache und ich weiß jetzt schon, dass ich definitiv irgendwas von Häfle haben will, kann ich mal die Alt-Taste gedrückt halten. Also wird dieser Baum aufgeklappt und ich sehe halt alle Sets, die zur Verfügung stehen und kann halt sehen, dass zum Beispiel über Transparent hier zwei verschiedene sind oder Distanz 2,5 auch vorhanden ist. Also ne, da, ich habe alle reingenommen, die irgendwie relevant sind. Um das ein bisschen schneller zu machen, überspringe ich mal die rechte Tür. Ich wähle mal hier den Schubkasten. Und Türpuffer, Schubkästen, da gibt es auch die gleichen Sets sozusagen, nur die sind jetzt so angelegt, dass die halt 4 Bohrungen auslösen. Da, 4 Stück sind da, das ist halt auch immer nur ein Eintrag, das heißt, es wird über die gleiche Ebene links gespiegelt und nach unten wird es gespiegelt. Und der Vollständigkeit halber wähle ich nochmal die Klappe, die unten angeschlagen ist, damit ihr seht, dass wirklich alles drin ist, also es gibt jede Anschlagssituation. 1,5, transparent und wähle ich mal das Ding. So, jetzt verlasse ich mal den Korpus und zeige euch einfach mal, wie es hier aussieht. Ich wähle mal das Drahtmodell. Hier 6 und 6. Das war genauso, wie wir es wollten. Genau, da sind auch die ganzen Türpuffer drin. Halt auch so, wie es sein soll. Anschlag unten, also sind die Türpuffer oben. Das war aber noch nicht alles. Ich habe noch einen weiteren Korpus angelegt. Und zwar habe ich mir noch gedacht, es gibt noch andere Situationen. Und zwar ist hier eine Doppeltür. Dann gehe ich mal auf Objekte in die Doppeltür rein. Das heißt, hier hat man nur ein Fach. Da sitzt eine Doppeltür drauf. Und dafür habe ich halt auch Sets angelegt. Türen und Klappen. Ich sage Doppeltür. Und hier gibt es halt auch die gleichen Türaufschlagpuffer wie sonst auch. Nur, dass die halt schon fix und fertig gebohrt werden. Also hier sind es immer 2 oben, 2 unten, die gesetzt werden, damit die auf den Korpus Ober- und Unterboden aufprallen können. Da gibt es aber noch was. Und zwar habe ich einen dritten Korpus angelegt und dieser hat eine Hochfaltklappe. Jetzt gehe ich mal rein, auch wieder auf Objekte. Das heißt, hier ist es ähnliches wie eine Doppeltür, nur dass sie halt horizontal angeordnet ist. Das heißt, Türpuffer, Türen und Klappen. Faltklappe habe ich hier mal angelegt, dann nehme ich mal was von Hettich, fairerweise wechseln wir mal. Hier sieht man jetzt, werden tatsächlich nicht nur 4, sondern 8 Türpuffer gebohrt. Das heißt, ringsum kann da nichts mehr kollidieren. So, damit ihr auch seht, dass ich hier alles berücksichtigt habe, gehe ich mal auf Dokumente, lasse mir die Beschläge anzeigen. 8 Stück von Häfle, Einschlagdämpfer zum Eindrücken, 6 mm, also dieser Text, den habe ich mir kopiert. Ihr habt die Artikelnummer dabei, die Stückzahl ist dabei, das hilft euch beim Bestellen, wenn ihr natürlich größere Mengen an Korpussen habt. Und außerdem sind natürlich die Bohrprogramme dabei, das heißt, wenn ich hier die Bauteilableitung mache und daneben lege, könnt ihr sehen, wie die Bohrprogramme erzeugt wurden. Die Klappe oben ist hier mit 4 Löchern, die Klappe unten auch mit 4 Löchern. Und das war's auch schon. Ich bedanke mich fürs Zusehen und wir sehen uns bei der nächsten Kategorie. Viel Spaß und bis dann. Ciao.